Hallo ihr Lieben, ich bin Jule vom Kanal Frau Farbenfroh und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal bei mir vorbeischaut. Bei mir geht es rund um meine aktuelle zweite Schwangerschaft, um die Entwicklung meines Sohnes. Es gibt Familienvlogs, DIYs, Hauls, alles was man sich so wünscht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Hallo ihr Lieben, heute mal ein kurzes Video zum Thema Zahnbürsten. Ich werde sehr oft gefragt, was für Zahnbürsten wir benutzen. Wir haben jetzt jahrelang ganz normale Plastikzahnbürsten vom DM und Rossmann benutzt und wir haben einen ziemlich hohen Verbrauch an Zahnbürsten. Ja, ich habe drei kleine Kinder, wisst ihr ja, und die tun immer wieder, entweder fällt es ins Klo oder keine Ahnung, ist immer irgendetwas. Deswegen muss ich sehr oft neue Zahnbürsten kaufen. Ich wollte die ganze Zeit auf Bambuszahnbürsten umstellen, weil Plastik ist schädlich und die Mundschleimhaut nimmt natürlich alles, was schädlich ist, ganz, ganz optimal auf. Ja? Und wenn man da mit seiner Plastikzahnbürste hin und her schrubbt, werden diese ganzen schädlichen Stoffe aus dem Plastik sehr gut aufgenommen. Und das ist natürlich schlecht für den Körper. Deswegen habe ich die ganze Zeit Ausschau gehalten, was kann ich denn nehmen, was gibt es für eine Alternative, und kam dann auf diese Bambus-Holzzahnbürsten. So, der Preis hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil eine 5 Euro kostet ungefähr. Und wir 5 Personen und ich werde wieder beobachtet von den Nachbarn. Die wissen nicht, dass ich YouTube-Videos drehe, aber die denken auch, jedes Mal hat sie die Kamera in der Hand. Also genau, der Preis hat mich abgeschreckt und ich dachte, gut, wenn ich jetzt so oft neue Zahnbürsten kaufen muss, dann wird es ganz schön ins Geld gehen. Hab's dann erstmal gelassen und dann habe ich vor kurzem durch Zufall irgendwo einen Link gefunden. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich da reingeguckt habe. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das in irgendeinem YouTube-Video. Ich weiß es nicht, oder Facebook. Und da war dann ein Link zu diesen Zahnbürsten im eBay. 3 Stück für 10 Euro, die habe ich mir sofort bestellt. Und durch Zufall kam dann raus, dass diese Zahnbürsten von der Pia, vom Denkimpuls 2.0, das ist ihr Kanal, dass die von ihr sind, dass die vertreibt, dass sie die verkauft. Ja? Dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, weil ich dann irgendwie in einem Video gesehen habe, dass sie die in die Kamera hält. Habe ihr geschrieben, ja, ich habe die jetzt vor kurzem gekauft und wusste nicht, dass die von dir sind. Sie hat sich gefreut, ich habe ihr Feedback gegeben, ich finde die toll, Kinder sind begeistert. Also man kann sehr gut damit die Zähne putzen, das ist nicht hart oder so, ist schön weich. Und ja, für 3 Stück 10 Euro, also ist auch noch was gespart. So, jetzt hat die Pia sich natürlich gefreut und hat mir nochmal welche kostenlos zugeschickt, nochmal 3 Stück. In einer Packung sind immer 3 Stück drin. Und ich blende euch nochmal ein, wie sie aussehen. Wer Interesse hat, das ist jetzt keine Werbung, extra jetzt Werbung machen, aber es, weil ich sehr oft gefragt werde und weil viele es wissen möchten. Wer Interesse hat und sowieso auf der Suche ist nach Bambus-Halszahnbürsten, schaut euch mal Pia ihren Kanal an, schaut euch ihren eBay-Account an. Ich werde mal unten einfach ihren Kanal verlinken. Ihr könnt sie nochmal anschreiben, könnt auch nochmal in ihrem Kanal schauen, weil ich weiß jetzt nicht mehr den Link, musste ich mal suchen. Und schaut euch das einfach mal an. Wen es interessiert, kann natürlich gerne da bestellen, ansonsten halt da nicht. Dann ja, wünsche ich dir und euch allen alles Liebe und bis bald zum nächsten Video.